Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Moravan-Schönheitsblog. Ich habe heute wieder unsere Lieblingsheilpraktikerin aus München da, die Ingrid Theresia Bleier. Und hallo Frau Bleier, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich wieder hier zu sein. Ich war ja vor einiger Zeit auch da, wo wir dieses Neustart ins Glück so schön beworben haben. Und es ist auch wirklich gerade immer noch der Renner, ja, auch wenn das Jahr schon begonnen hat. Und ich danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ja, Frau Bleier ist jetzt mal wieder da. Sie erzählt uns wieder ein bisschen was. Es ist jetzt, geht's ja in der Herbst rein. Die Tage werden wieder kürzer. Wir gehen wieder mehr in uns. Wir kehren wieder mehr so ein bisschen zu uns zurück. Der Sommer ist ja immer so ein bisschen mehr im Außen, viel unterwegs. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Die Lebkuchen sind schon wieder so in die Regale drin. Wir gehen schon wieder auf Weihnachten zu. Weihnachten ist aber auch für viele oder das Ende des Jahres so ein bisschen für Frauen auch oft, ist ja auch mit Stress verbunden. Wir sind jetzt alle noch gut erholt vom Urlaub. Wie kann ich denn so meine Energie vom Urlaub so schön aufrechterhalten, dass das mir auch mich weiter durchs Jahr begleitet, Frau Bleier? Das stimmt, das ist tatsächlich ein Thema, das ich selber gerade auch kenne, ja, weil die meisten haben jetzt Urlaub gehabt oder haben gerade so noch Urlaub, ja, oder es läuft gerade hinaus. Mhm. Und dann fühlt man sich natürlich, wenn man ins Meer fährt oder in die Berge und mit der Sonne aufgeladen ist, super. Aber sehr schnell, nach ein paar Tagen, ist man wieder im Job drin und dann denkt man sich, okay, wie kann ich das halten? Ja. Also ich habe ja so energetische Produkte, weil wir wissen ja, dass wir nicht nur Körper sind, sondern wir haben ja auch ein Gefühlsfeld und ein Gedankenfeld und wir haben auch eine Aura um uns rum und da bin halt ich die Spezialistin, kenne mich halt aus mit diesen Sachen, mit Aura. Und ich habe vor einiger Zeit eben diese Chakra-Sprays entwickelt. Mhm. Es ist auch alles Natur, da ist also reine Lebensmittelfarbe auch drin, Alkohol zum haltbar machen und viele schöne Öle. Ja, ja. Und also reine, naturreine Öle. Mhm. Und auch diese Energieessenzen, sowas wie Bachblüten oder Engelessenzen. Und natürlich kann man sagen, spürt man das? Ja, man spürt es. Ich habe also immer mehr Menschen, die das spüren. Und wenn man jetzt sagt, wie hält man die Energie? Natürlich ist es Wurzelchakra, wenn man diese Energiezentren kennt, die man ja auch aus der indischen Lehre, auch aus der Meridianlehre kennt, dann ist das zum Beispiel Lebensfreude fürs Wurzelchakra. Ganz gut, dass man einfach sagt, ich halte die Energie, ich halte Rot, ich halte meinen Saft. Dann auch innerer Reichtum und Fülle, also Orange und Rot ist immer ganz gut. Kann man auch schön mal drauf sprühen oder in die Aura sprühen. Mhm. Was ganz gut ist für Leute, die ja oft dann so sehr schnell wieder im Helferlein sind. Ja. Ah, Helfersyndrom, kennen wir alle. Ja. Mhm. Wenn man zurückkommt, man ist aufgeladen, man hat ganz viel Energie und kaum hat man Energie, gibt man schon wieder zu viel. Ja. Und da gibt es halt wirklich für die Leute, die das kennen, dann gehöre ich auch dazu, ja, wenn man so ein bisschen Sonne ausstrahlt und einfach gern helfen möchte, dann ist es gut, in der Mitte zu bleiben, bei sich zu bleiben, sich zu zentrieren. Mhm. Und da ist wirklich dieses Sonnengeflecht, hat ja die Farbe gelb, und da ist dieses Spray sehr gut. Das sprüht man natürlich in die Aura, aber man kann es auch, wollen Sie ansprechen? Ja. Das ist halt jetzt auch so Sonne, Mandarine, Zitrone, Orange, also ganz sehr toll. Wie Urlaub eigentlich ist, schon genau, wieder. Genau, das ist eigentlich so, das hält ein bisschen. Man kann aber die Sachen tatsächlich auch ins Energiefeld halten, auch wenn man ein bisschen lächelt drüber, weil wir ja ein Gefühlsfeld haben, das ist so 20 Zentimeter um uns rum. Und viele Leute spüren das tatsächlich, wenn sie es auch reinhalten oder einfach mal, wenn man sie ein bisschen ausruht, hinhalten oder auch mal in ein Körperöl reinmixen. Körperlotion oder so. Und wie heißt das jetzt? Das heißt Wachstum und Erneuerung und in die Mitte kommen. Ah, schön. Und ich merke ja oft, dass bei diesen Sprays, man merkt es ja oft, wenn man dann so Spray denkt, merke ich überhaupt was? Aber wenn man dann mal nicht mehr sprüht, nach 3 Tagen denkt man, irgendwie läuft es jetzt nicht mehr so rund das Leben und der Alltag ist ein bisschen stressiger. Ja. Da merkt man es dann oft sehr. Ja. Ja. Mhm. Was noch schön ist, auch für, also gerade bei den Frauen, die Männer mögen jetzt den Rosenduft nicht so, aber die Frauen lieben das. Man muss halt Rosenduft mögen. Das riecht ganz fein nach einem persischen Rosenduft. Mhm. Da habe ich ganz ein spezielles Öl, wo ich ganz stolz bin, dass wir das noch haben. Das heißt Herzensleichtigkeit und das ist halt für die, die so einfühlsam sind. Und manchmal, wenn jemand was erzählt, dass er krank ist, dass es einem nicht gut geht, dass jemand aggressiv ist, dann nehmen die Leute das so auf. So die Energiesauger. Ja. Genau, und da wäre das Herzensleichtigkeit gut, auch bei sich zu bleiben, aber eher
Emotionen nicht so aufzunehmen. Ja. Das ist eher bei sich zu bleiben, dass man sich nicht so aufregt. Ja, okay. Oder nicht so ungeduldig wird. Ja. Oder genervt ist. Das ist jetzt eher wirklich mit Rose. Das ist schön, wenn man abends heimkommt, nach der Dusche einfach sich ein bisschen einsprühen. Und das ist ganz, da kommt man wirklich schön runter und auch zu sich. Das, darf ich das noch kurz sagen? Ja. Das ist auch interessant, wenn man jetzt zum Halschakra kommt, das ist für die, die gedanklich nicht abschalten können. Ah. Kaum kommt man heim, denkt sich, oh, ich habe schon wieder einen Termin gerade voll. Wann mache ich das, wann mache ich das und so weiter. Wenn ich nicht einschlafen kann, das lieben auch Männer, das heißt mentale Freiheit, da ist Thymian und Eukalyptus drin und das macht den Kopf frei. Ja. Naja, und ganz kurz noch, das ist halt, dass man besser träumt und klarer träumt. Und das ist also auch bei der Stressbewältigung, dass man halt auch ein bisschen abschalten kann, sind halt die zwei Sachen gut. Und das ist eigentlich gut, wenn man meditiert und eine Gruppe hat. Also zu der Frage jetzt. Genau. Vor allem gerade die Leute werden ja immer sensitiver. Also die, die so einen Weg gehen mit Bewusstsein und so. Und das ist natürlich, das wollte ich zu dem vorher sagen, da ist das natürlich ideal, ganz oder? Gut, ja. Genau. Die zwei sind auch so der... Also die meistgekauftesten Teile, weil es, wenn es um Energie auftanken, abgrenzen geht und bei sich bleiben. Und das ist halt fürs Kopf frei werden. Ja. Das nennt man dann in der Früh und abends. Ja. Die anderen Sachen kann man eigentlich so oft nehmen, wie man mag. Und wenn ich das noch sagen darf, das habe ich ganz vergessen. Unser meistgekauftestes Teil ist bei Ihnen ja auch so. Ja, ja. Das ist Reinigung und Schutz. Und das ist natürlich wirklich gegen Energiesauger oder wenn man heimkommt und man merkt, man hat in der Familie oder in einem Arbeitskollegen, der anstrengend ist und man merkt, die saugen richtig und man hat gerade so eine tolle Energie, die will man nicht verlieren. Da ist also auch Weihrauch drin, Sandelholz gegen Elektrosmog, kann man auch ganz gut an den Computer stellen. Ja, und natürlich für Notfall, die Notfallhelfer. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt reicht es mal, jetzt muss ich wieder raus oder jetzt... habe ich einen Zahnarzttermin und das passt mir gar nicht, dann kommen solche Sachen an. Und Also so, wir haben ja viele Kunden, die sehr viel mit Leuten arbeiten. Also da schon mal morgens gleich mal zu schützen oder wenn man viel mit der Öffentliche unterwegs ist oder in der Großstadt, braucht man es wahrscheinlich auch mehr wie jetzt auf dem ländlichen Gebiet. Unbedingt. Also ich habe zum Beispiel bei der Praxis beim Eingang das stehen, habe auch nach einer Einzelberatung, wenn ich mit den Leuten rede, weil wir doch mitten im Zentrum leben und die Leute gleich wieder in die S-Bahn und U-Bahn steigen, und ich doch sehr energetisch auch arbeite, da ist es einfach sehr, sehr gut. Also ich selber habe es immer in der Handtasche, das. Ja. Weil das ist einfach so wie ein Basic-Teilchen, um einfach, wie wenn es regnet und ich habe einen Regenmantel drumherum. Genau, also wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, ich steige jetzt mal ein in dieses ganze Thema, ich will jetzt mal ein Auraspray, fängt man mit dem an. Das ist so das Einsteigerprodukt, das auch für jeden passt. Und vom Geruch her merke ich auch, dass das alle Leute das essen. Holen auch die Leute immer wieder, sogar Kinder lieben das. Ja. Wenn die das mal spüren, das kann man so schlecht erklären, weil man wirklich merkt, die Leute, die nichts merken, die sagen trotzdem, oh, riecht das gut. Das riecht sehr neutral und trotzdem merke ich, dass ich mich irgendwie größer fühle oder aufgetankt fühle oder gestärkt. Ja. Genau. Und dann kommt man halt zu den Luxusvarianten, wo man sagt, was brauche ich jetzt gezielt? Ja. Brauche ich mehr Selbstliebe? Brauche ich mehr in meiner Mitte Energie halten können? Ja. Will ich einfach mehr, wenn ich so Mangelbewusstsein habe, das heißt innerer Reichtum und Fülle, das ist das Beziehungschakra, wo man sagt, wie gehe ich denn dem Leben entgegen? Bin ich offen dafür oder bin ich ständig... oh, was passiert schon wieder, sondern dass man sich auch mal freut, dass das Leben einem was gibt. Ja, so in den Fluss sich begibt. Genau, und das hilft dafür. Ja, ja, schön. Und Frau Bleier, da haben Sie ja auch noch so, die haben Sie ein bisschen extra gestellt. Ja, die haben denen auch deswegen extra gestellt, weil ich die halt so einzeln liebe und auch so wichtige Sachen sind. Dieses Spray, das heißt Selbsthilfe. Wir dürfen es nicht anders nennen, aber das ist so, ich kriege halt immer wieder Rückmeldungen von den Leuten, wenn es irgendwo weh tut, dann sprüht man es auch in die Aura an die Stelle, zum Beispiel Schulter oder so. Dann stellt man fest, wenn man das am Anfangsstadium hat und man macht das so 2-3 Tage abends und morgens, wenn man Glück hat, ist es weg. Aber das darf ich nicht versprechen. Ja, ja, also ausprobieren. Man kann es ausprobieren. Dann dieses Feng Shui Spray, das ist...
Das liebe ich deshalb, weil das habe ich habe in der Praxis so einen Zimmerbrunnen. Ja. So Rosenquarz, wo es plätschert. Und da tue ich jeden Morgen 4-5 Tropfen rein, weil das tut die Energie im Raum, wie man halt sagt, die Leere von gesunden Räumen ausgleichen. Da sind alle Feng Shui-Essenzen drin, die halt zu diesen Bagua-Zonen gehören, wenn sich jemand auskennt. Ja, und da brauche ich diesmal nicht mehr so viel dazu zu sagen. Das ist immer noch unser Renner Neustart ins Glück. Da ist halt was drin, wenn die Leute nicht so mutig auf Projekte zugehen können und immer so ein bisschen Selbstsabotageprogramme haben oder sich nichts zutrauen. Wenn man das sprüht, macht das natürlich auch was, dass ich mutiger dran gehe. Ja, ja. Aber ich habe, da kann ich jetzt von 5 Leuten allein schon erzählen, was sie für so Projekte angegangen sind, dass das alles geklappt hat. Super. Also auch dieses Durchhalten. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist Zufall, aber und es ist natürlich auch ein bisschen mental dabei, jetzt habe ich da was. Aber es ist wirklich so, da sind Sachen drin, die einfach auch positive Ausrichtung halten, die Freude annehmen. Und das, wir wissen ja wirklich, wir haben eine Aura, ein Gefühlsfeld und ein Gedankenfeld. Und man muss sich vorstellen, dieses Zerstäubende geht ja ganz leicht in dieses Feld rein. Und das ist so, wie wenn ich in die Sonne rausgehe. Und es ist natürlich anders, wenn die Sonne mich anscheint und ich bin im Defizit, wie wenn ich im Schatten sitze. Ja, ja. Und so kann man sich das vorstellen, vielleicht ein bisschen. Und das ist noch ein Entspannungsspray, das erwähne ich oft nicht so oft, wobei es schade ist, weil es auch nach Lavendel riecht und nach Pfefferminze und hat einfach was sehr Klärendes zum Runterfahren. Auch so am Abend dann? Oder? Genau, eher am Abend oder einfach auch so oft, wie man das gern riecht. Ich sage immer, Lavendel mag man nicht immer, aber wenn man es braucht, dann sollte man es eigentlich auch nicht. Ja, oder man mag, viele Menschen mögen es sehr und viele auch gar nicht. Genau, also da muss man zwei auch rein. Respektieren, weil es sollte schon so sein, wenn man sich sowas zulegt und man weiß jetzt, aha, die Frau Bleier hat gesagt, das ist Rosenduft oder das ist Zitrusduft, dann sollte man schon auch gucken, dass man den Duft auch mag. Ja. Ganz zum Schluss, Frau Bleier, Sie haben uns wieder ganz viel erzählt, richtig, richtig spannend, wie immer mit Ihnen. Das große Thema Selbstliebe zum Abschluss. Was für ein Spray empfehlen Sie zum Thema Selbstliebe? Was empfehlen Sie da? Auf die Schnelle oder Kürze einfach mal sagen, Kürze der Würzige, würde ich ganz auf jeden Fall für die Selbstliebe unbedingt das und das. Die zwei. Wirklich? Also weil das hilft, dass ich mich selber mehr spüre, mehr sehe, auf mich schaue. Ja. Und das hilft mir, dass ich die Energien, dieses ich bei sich bleiben können, mehr hier halten kann. Ja. Und wenn Sie jetzt gerade schon darüber reden, dann würde ich sagen, jeder von uns hat eine Kindheit gehabt und jeder hat positive und negative Sachen erlebt. Ich durfte vor 3-4 Jahren dieses Buch schreiben. Ja. Das ist ja auch eingegeben. Ich meditiere ja viel und schreibe das dann alles nieder. Und da sind wirklich über die Kindheit von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr die ganzen Stufen. Und wir wissen, es macht sehr viel aus, ob ich mich selber achten kann, aufgrund dessen, was ich erlebt habe, und lieben kann oder nicht. Ja. Und wenn ich es nicht erlebt habe, weil meine Eltern vielleicht mir das nicht geben konnten oder weil ich viel Rückschläge erlebt habe, dann ist dieses Buch für jeden, der jetzt nicht gleich Therapie machen kann, wirklich ganz, ganz wertvoll zum Bewusstwerden, zur Bewusstwerdung. Schön. Ja, ganz rund, ganz toll. Ich liebe meine Sachen. Ja, man merkt es so richtig. Weil es ist halt auch ein Geschenk, dass ich diese Rezepturen da so niederschreibe in der Meditation und dass es immer so viele Rückmeldungen von den Leuten gibt. Ich hole mir das wieder, weil... Ja. Und es hat wirklich geholfen dadurch, dass ich das und das erlebt habe. Und natürlich kann man viel sagen, aber wenn es die Leute ausprobieren, merke ich halt, das haben wir jetzt doch schon über 15 Jahre, dass die Leute immer wieder sich das holen. Ja. Genau, und bei jeder Kosmetikbehandlung zum Beispiel kann man auch entweder den Raum schon mal schön vorbereiten oder auch zum Abschluss nochmal vorsprühen. Ja. Ja. Genau, das ist sehr gut, das mögen die meisten, da fragen auch manche, da geht das Geschäft dann besser, oder habe ich mal gesagt. Das wollen wir ja weil auch. Weil die Leute irgendwie halt lockerer und offener sind. Ja, und das ist auch schön im Sommer, das mit dem Zitrusduft. Und bei Rose muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Manche Frauen sind ein bisschen härter, die mögen das dann nicht. Und die anderen sagen, ah, endlich mal Rose. Genau. Ja, super. Frau Bleier, war wieder ganz spannend mit Ihnen. Ja, wir haben wieder viel gelernt. Danke auch. Ich freue mich ja immer, wenn ich den Leuten das weitergeben kann, weil es wirklich so was Edles, Handgemachtes, also so eine handgemachte Manufaktur sozusagen ist, mit Liebe hergestellt. Und mit Liebe weitergegeben. Schön. Also vielen lieben Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.